als ein diskriminierender Faktor zwischen Frauen, nämlich zwischen denen, die frei sind und zwischen denen oder zwischen denen, die nicht belästigt werden dürfen und zwischen denen, die belästigt werden dürfen. Eine Katastrophe, dass du überhaupt in die Nähe gegangen bist. Und die letzte Frage an dich ist, bist du zum Islam gekommen durch einen muslimischen Mann? Eine Frage, könntest du es nochmal bitte wiederholen? Gerne. Bist du durch einen muslimischen Mann zum Islam gekommen? Also ich sag mal so, ich wollte schon lange zu dem Islam beitreten. Dann halt, wie gesagt, ja, habe ich ihn kennengelernt und dann halt, ja, ist es halt zustande gekommen, warum dass ich... Damit bestätigst du meine Beobachtung in 99% aller Fälle, dass es eine Liebesheirat, eine Liebeskonvertierung zum Islam war und dass dieser Mann, der also, einfach den Zuckerguss über die Religion gekippt hat. Und also wie gesagt, er hat mich aber nicht gezwungen. So, dass das er keiner, muss das die keine. Dominiert, das war das alles. Sagt keine, Schatzi. Liebes, bitte, Liebes, nicht dass ich will nicht, dass du dich angegriffen fühlst. Das ist nicht der Sache. Ich möchte nur, dass du deine Augen öffnest und dass du die Koran liest. Ja, tue ich ja, das habe ich ja auch gedacht, man, ich habe den Koran ja auch. Ich verstehe nicht, Wallahi, ich verstehe die Frauen nicht, die irgendein Buch glauben, die nicht mal wissen, was über den geredet wird. Es ist unbegreiflich, das Frauen haben weniger Rechte, Frauen werden minderwertig behandelt. In 2023 werde ich ein Moslem, weil die so schön sagen, dass die Frauen so geschützt sind und die sehen so schön aus im Hijab. Ich war auch wunderhübsch im Hijab. Ich hatte Khimar. Ich hatte fast ein Niqab an, weil ich dachte, dass meine Schönheit übertrieben war. Noch schlimmer als Beyoncé. Wie gesagt. Also, das hat nichts damit zu tun. Und da habe ich gedacht, okay, warum bin ich so Frauen dumm? In der Hölle als ich Männer. Ich habe Kopf. Ich bin eine Frau und ich kann selber lesen. Ich muss nicht warten, bis ein Imam sagt zu mir, ich soll nicht meine Mutter anschreien, weil ansonsten komme ich in der Hölle. Ich habe die schon in mein Herz. Ich brauche weißt du die Begründung? Anderen. Weißt du die Begründung, warum mehr Frauen in der Hölle sind als Männer? Nicht, weil sie gegenüber Allah sich benommen haben, wie sagt man gerade, ist das Wort fällt mir nicht an, sondern weil sie ihren Ehemännern nicht gehorcht haben. Genau, weil die nicht Sabr haben. Ich stehe jetzt hier auf und gucke jetzt genau die Quelle nochmal nach, ich melde mich gleich, aber das ist der Grund dafür, dass es mehr Frauen in der Hölle gibt. Ist doch unglaublich. Eine Religion, die Männern, Jungfrauen als Ware, also Sexware, Frauen sind Ware im Himmel verspricht, der Koran, aber Frauen mehr in die Hölle stehen. Nur Sexsachen. Da steht, dass du deine Vagina musst schützen. Du, da steht, dass die Frauen Brusten haben mit Äpfeln, wie Äpfeln. Da steht, Al-Qurtubi, Band 9. Hör mal zu, da steht, dass ein Mann einen Sklavin mit ihr Sex haben darf, obwohl ihr Mann, also die Sklavin hat einen Mann, aber im Gefängnis. Aber der Moslemmann darf die Sklavin vergewaltigen, weil er hat das Recht. Das ist auf einmal Haram, Halal. Ja, ich sag dir mal was über die Sexfantasien im Islam. Haram, das verstehe ich nicht. Dude, Al-Qurtubi, spanischer Gelehrter, was weiß ich, der hat ein Band geschrieben, 10 Bänder, dicke Bücher. In einem Band, ich glaube, es ist Nummer 9, ich weiß nicht mehr genau, beschreibt er das Leben mit den Belohnungen im Paradies. Da stehen Sachen, die will ich hier im Chat gar nicht sagen, aber da geht es wirklich nur um Sex. Du kannst Sex mit allen möglichen Variationen von, das ist natürlich nicht Koran und auch nicht Sunna, aber das ist ein Gelehrter. Da sieht man diese Gedankenwelt in diesen Menschen, was sich um Belohnung und Besitz, da ging eigentlich alles nur um Sex. So, und Frauen, da habe ich eigentlich, muss ich zugeben, nichts gelesen, was die großartig kriegen. Die kriegen gar nichts im Paradies, die kriegen gar nichts. Also da stehen so skurrile Sachen drin, wirklich, die will ich hier echt nicht sagen, aber die sind so skurril, dass ihr mir nicht glauben würdet, wenn ich sie jetzt sagen würde. Deswegen guckt mal selber nach, Al-Qurtubi, Paradies, Sex, da fallt ihr vom Glauben ab. Ja. Also, ich würde gerne was zu Katalee sagen. Entschuldigung, Kian. Gerne. Ich würde ganz kurz noch. Ich bin weit entfernt von dir irgendeinen Ratschlag zu geben, aber nur meine persönliche Meinung. Lese selber, wenn du bist ja dem Islam beigetreten. Lese selber so, wie du den Koran selber auch verstehst und nicht von anderen dir sagen lassen. Lese es selber, verstehe es auch und hinterfrage es, ob das, was du liest, korrekt mit deinem Weltbild klarkommt oder nicht.
Vergleich es Und mit der dann glaube Wirklichkeit. das, vergleiche mit Wirklichkeit. Und ich sage noch eine andere Sache, was im Islam steht, dass wenn die Männer sterben und in den Himmel kommen, 72 Jungfrauen bekommen. Oder Ich, 4000. also nee, das sind wirklich 72 Jungfrauen, aber guck mal, also so das Logische daran. Guck mal, dir sagt ja, wenn du stirbst, dein Fleisch und Blut bleibt auf der Erde, dein Geist geht nach oben. Wie willst du mit dem Geist, also wenn Geist, du kannst durch Wand gehen, aber wie willst du als Geist Sex haben? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Wie willst du als Geist das spüren? Wie willst du Spaß da haben mit 72 Jungfrauen? Und was passiert, wenn du die 72 gehabt hast? Kommen dann nochmal neue 72? Jedenfalls Also, so das von ist ja, außen ey, dazu. das ist ja, ey. Wie gesagt, wir sind nur Gäste auf der Erde und das wird alles später Gott entscheiden, nicht wir. Genau, du spielst das islamische Programm ab und denkst nicht, das ist das Problem, dass du halt in deinen Echokammer gefangen bist und gar nicht hörst, was Und über für dir das erzählt nächste Mal, deine Stimme ist Fitna. Du darfst nicht mal mit Männern reden. Und schon gar nicht, wenn andere Männer dich hören. Dein Gesicht ist Fitna. Du hast Sinne. Ich sehe, du bist eine hübsche Frau. Also ich rate an, mal sehr schnell, wenn du zu diesem Gott gehen willst, dann sollte ich gut zu ihm vorbereitet gehen, weil das ist verboten, ist klar deutlich, Ahl-Sunna wal-Jamaa. Da kannst du selbst zu Kufr oder zu Schirk gehen, wenn du das nicht machst, so wie das gehört. Vor allem mit deiner Stimme, Schwester. Ich möchte nur das Beste für dich. Also nicht, dass irgendjemand dich hier hört und dann noch irgendetwas passiert. Dankeschön. Und vielen Dank, Jana. Danke für deine Feststellung da diesbezüglich. Katalea, hast du den Hijab freiwillig angelegt? Ja. Du weißt, dass es keine Freiwilligkeit zum Hijab anlegen gibt im Islam. Du weißt das. Sure 33, Vers 59 sagt, dass du es umwerfen musst. Das ist eine Anordnung. Ja. Etwas, was eine Verordnung ist, eine Anordnung, ein Befehl, kann niemals eine Freiwilligkeit sein. Du hast also, es gibt keine muslimischen Frauen, die den Hijab Ja, aber freiwillig tragen. keiner hat mir gesagt, ja, ey, du musst jetzt einen Hijab tragen. Doch, der Koran hat dir gesagt, Allah hat dir gesagt, du sollst einen Hijab tragen. Und deswegen hast du auch den Hijab Genau. angelegt, weil du weißt, dass es eine religiöse Pflicht ist. Und wenn es eine religiöse Pflicht ist, dann bedeutet das, dass die Freiwilligkeit nicht mehr gegeben ist. Und deswegen zieht das Argument auch nicht, die viele Frauen, muslimische Frauen, immer mir sagen, oh, ich habe den Hijab aber ohne Druck von meiner Familie oder meinem Ehemann aufgesetzt. Stimmt, du hast dich ergeben, dem Gehorsam Allahs Folge zu leisten, aber du hast nicht freiwillig gedacht. Wenn du es freiwillig anlegen dürftest, dürftest du es ja auch freiwillig wieder ablegen. Du weißt aber, dass für das Ablegen des Hijabs du dann Strafe bekommst. Du wirst dann zu einem Fasik, zu einer Sündigen. Und diese Anhäufung kann so weit gehen, dass du dafür in Jahannam, in die Hölle gehst. Also wenn etwas freiwillig wäre, dann könntest du es auch wieder freiwillig ablegen. Aber Katalea meinte, dass sie Auch noch das aus eine Sache Respekt vor Gott fragen. macht. Dann würde ich zu Katalea noch sagen, wenn Gott wollte, dass du Respekt vor ihr hast, dann hätte Gott dich mit Kopftuch, mit kompletter Bekleidung zur Welt gebracht, Und vor allem, damit du warum muss Respekt eine hast. kleine Frage? Die Frage ist doch, warum Und muss die Frau dafür den Preis bezahlen, wenn der Mann sich nicht kontrollieren kann? Warum muss sie den Preis bezahlen? Warum gab es nicht Anordnung für den Mann? Nämlich nach der Scharia darf der Mann zwischen Bauchnabel und Knie bekleidet sein. Danach kann er rumlaufen wie Tarzan. Aber für eine Frau ist Handgelenke, Gesicht und Füße ist das Einzige, was frei sein darf. Und selbst das ist noch reguliert durch die Über-Scharia-Wächter, die dann auch sagen, nein, selbst das Gesicht ist Aura. Nein, selbst die Stimme ist noch Aura, muss reduziert werden. Die Hände, es gibt viele Niqab-Frauen jetzt mittlerweile in der Schweiz, die tragen Handschuhe, weil sie auch das noch mit einbauen müssen. Die Tatsache ist, der Hijab ist nicht freiwillig, denn es ist ein Gebot Gottes. Und deswegen trägst du den Hijab nicht freiwillig. ich habe auch noch eine kleine Frage an dich, Katalea. Danach lasse ich dich auch in Ruhe. Und zwar, du hast vorhin gesagt, bevor du Muslima wurdest, hast du schon lange mit dem Gedanken gespielt, dass du das mal werden willst oder hast dich da genau. Und was war da so deine Anfangsidee, warum du dich dahin bewegt hast? Was war deine Vorstellung? Wie Also soll ich was war deine dazu sagen? Vorstellung, Weil mein warum Vater wolltest ist du das? ja,
mein Vater ist ja, wie sagt man, Muslime und ich habe mich halt, wie sagt man, dahin gezogen gefühlt, so. Okay, sein Und Grund. meine Mutter hat mir das auch so beigebracht, dass ich mich entscheiden konnte. Am Anfang wollte Ja. sie, dass ich Christin, dass ich mich taufen lasse, aber ich wollte es nicht. Und ich habe gesagt, ich nehme die Glaube meines Vaters. Verstehe ich. Dann hast du auf jeden Fall auch also ist das auch Identität für dich und auch so ein persönlicher, wegen deinen Eltern sind das, dann verstehe ich das. Ne? Deine Eltern sind einem ja am nächsten. Das stimmt. Aber du solltest Okay. trotzdem nochmal ganz genau hingucken. Ja, wie gesagt, ich und habe ja in. auch den, ich habe ja den auch den Koran auf Deutsch und ich bin gerade am, sage ich mal so, am Anfang, es zu lernen, was ist. Spring ab, solange du noch kannst. Ich leiste dir Sterbehilfe dabei. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du nach diesen Diskussionen heute von irgendwelchen Leuten, die das hier sehen, in die private Nachricht kriegst, die uns dann Lügner und Hetzer und hänge ich mit den Ja. Leuten ab, die aber Ja. genau, mach dir am besten selber ein Bild. Ja. Und sei kritisch. Schalte deine kritische Haltung nie aus. Sei skeptisch und hinterfrage und lasse nicht zu, dass einfach Leute dir sagen, oh, deine Haare und deine Haut führen zur Korruption in der islamischen Gesellschaft und deswegen bedecke dich. Deine Alles Schönheit führt zur korrumpiert gar nichts. Korruption. Richtig. Wir haben die Silvi jetzt hier drinne. Ich wollte auch kurz eine Frage stellen, danach gehe ich auch schlafen, weil es ist schon ein bisschen spät. Danke erstmal, dass du mich hochgeholt hast. Silvi, war das nicht, ist das nicht ein Frauenname? Oder ist Normalerweise schon, ja, aber ich frage okay. wirklich so. Okay, alles klar. Ja, bitte. Meine Frage ist, jetzt ohne Partei zu ergreifen, jetzt sage ich mal über den Christentum oder über den Islam, ich versuche das jetzt mal ein bisschen neutral abzufragen. Also, wie kann der Islam, das ist das, was ich mir sehr oft Frage stelle, wie kann der Islam im Prinzip das Falsche sein, wenn aktuell, habe ich jetzt vorher nachgelesen, 2,7 Milliarden Menschen daran glauben und es auch ausleben. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, 1.000 oder 2.000 wären, hätte ich gesagt, okay, kann man vielleicht noch drüber gucken, gibt es Du halt wirst ja vielleicht als Schulden. Moslem geboren. Das heißt, nicht jeder Moslem beschäftigt sich auch mit dem Glauben. So, Genau, und nicht jeder Moslem ist ein darf ich gläubiger mich Moslem. aussprechen? Ja. Ganz kurz. Und genau, das ist die Frage, weil, wie gesagt, wäre es jetzt 1.000 oder 2.000, hätte man gedacht, so, okay, es sind wahrscheinlich irgendwelche Vollpfosten, die da irgendwie dran glauben. Aber wir reden hier fast von 3 Milliarden auf der Welt. Also da Nee, frage 3 ich mich Milliarden halt Muslime bei sind meinem noch Kopf. nicht. 1,9, 1,9. Nein, 8 2,7. Milliarden. Sorry, dass ich da gerade dazwischen rede, aber ich möchte gerne rausgehen. Gerne, du kannst, wenn du weißt, wie du rausgehen kannst, kannst du das machen oder ich entferne dich aus der Gruppe. Wie willst du es machen? Allein Ich rausgehen? weiß, Ah, wie das okay. geht. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Genau, Kein das ist Problem. halt so, Tschüss, Katalin. so eine Vielen Dank. Frage, Tschüss. die ich mir, Vielen Dank. das ist halt so eine Frage, die ich mir stelle, weil ich mir denke, so, okay, es kann doch nicht sein, dass 2,7 Milliarden Menschen alle an was Falsches glauben. Weißt du, was ich meine? Das Können ist die Frage, die fast ich mir 2 Millionen Hindus an etwas Falsches glauben? Können 6 Milliarden Andersgläubige? Ist die Zahl entscheidend dafür, ob etwas wahr oder nicht wahr ist? Dann sind 6 Milliarden Menschen, die nicht dem Islam angehören, definitiv die größere Mehrheit und eigentlich dann die Wahrheit nach deiner Rechnung. Okay, verstehe. Genau. Dann wären auch 2 Milliarden Hindus im Grunde genommen, die Wahrheit. Das Problem ist, in dem Moment, wo du dich einer Religion zuschreibst, wirst du Atheist in Bezug auf 99% aller anderen Religionen. Ja, Okay. das heißt, und das ist ein Problem. Das ist russisch Roulette spielen. Da draußen gibt es 4000 religiöse Sekten auf der Erde. Ja, mit mehreren Hauptreligionen wie Christentum, Hinduismus, Buddhismus und so weiter und so fort. Die Qualität Nein, Entschuldigung, die Quantität, mit der Menschen an etwas glauben, sagt nichts über die Wahrheit einer Glaubensüberzeugung aus. Überhaupt nicht. Sie können alle falsch liegen. Alle Ich falsch. möchte mich kurz korrigieren. Ich habe es leider falsch gelesen. Also es sind Okay. 1,9 Millionen. Genau, genau, genau. Also 3 Milliarden in sich. Der Islam schrumpft. Der wächst nicht. Der Islam schrumpft. Ich bin auch in die 1,9 Millionen oder Millionen, Milliarden, ne? Aber ich bin kein Muslimin. Aber ich bin trotzdem da drin. Und ja. viele so wie ich. Wir sind geboren Muslime und so bestempelt und fertig. Genau, Ja. und da möchte ich auch Noch noch ein paar andere ergänzen, Faktoren zu. hinzufügen. Da möchte ich auch noch ergänzen, hinzufügen. Ja. Entschuldigung, Sci-Fi.
Ja, Die und zwar meisten Muslime sind nur der Muslime Islam durch. ist ja auch an vielen Punkten auf Expansion ausgelegt. So, ein Mann ist immer das Familienoberhaupt, die Kinder kriegen die Religion vom Mann, ein Muslima darf keinen, also Nicht-Muslim heiraten. Das sind alles Mechanismen, die den Islam in eine Expansion zwingen. So, Genau. das haben wir im Christentum so gar nicht. Und deswegen, ja, deswegen ergibt sich da auch eine so große Zahl, die aber nicht alle Eben, gläubig sind. und, Ja, aber und die meisten Menschen sind Muslime, weil sie in muslimischen Gesellschaften geboren worden sind. Ich würde ja an die Wahrheit des Islam glauben können, wenn plötzlich mitten in Nordeuropa muslimische Enklaven entstehen, die nichts vom Islam gehört haben. Aber die Qualität, mit der jemand zum Islam kommt, wird immer bestimmt durch die Gesellschaft, in der die Muslime leben. Hindus sind Hindus, weil sie in einer hinduistischen Gesellschaft sind. Und Ja, aber Muslime werden Muslime, weil sie muslimisch groß wurden. wenn jetzt im Koran halt, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, du hast ja die ganzen Suren aufgezählt und alles drum und dran, da frage ich mich halt, ich meine, es gibt ja Menschen mit gesundem Menschenverstand, die lesen ja den Koran, so wie du es jetzt gemacht hast oder andere Leute, und die lesen es ja durch, komplett, und die konvertieren ja trotzdem hin. Und das ist so eine Frage, wo ich mich frage, warum, wenn du halt die Ja, Sachen liest, genau wie wie zum diese Beispiel. Frau, die vorhin hier hochkam. Sie ist konvertiert und es tut mir leid, aber sie weiß von gar nichts. Sie wusste von gar nichts. Sie wusste nicht mal, dass der Hijab nicht mal für freie Frauen war und die Sklavin dürfte kein Hijab. Sie wusste nicht, dass der Frau von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das Sauda draußen gegangen ist und sie wollte zur Toilette, sie wollte Kaka machen. Ja, und Omar ibn Khattab hat die gesehen und hat gesagt, ja, Sauda, wir haben dich gesehen. Und dann hat Omar ibn Khattab 3 Tage lang geschwärmt mit der gleichen Satz, dass der Allah, also dass der Gott ihm herabgesandt hat. Ja, Genau. herabgesandt, Und herabgesandt, ja. das heißt, er hat gesagt, O Prophet, du musst deine Frauen bedecken. Wir erkennen sie. O Prophet, du musst Frauen bedecken. Und dann kam die Ehe. Das wissen diese konvertierte Frauen nicht. Das wissen die nicht, dass wama malakat Ja, aber aymanukum, das was ist da sind mit dem, also was ist da Sklavinnen. mit dem Rest? Und wenn diese Frauen, wenn Frauen aus der Westen solche Sachen hören, weiß ich zu 100%, würden die niemals diesen Glauben akzeptieren. Die würden das niemals machen. Aber Okay. solche Gelehrten, die halb Hadithe erklären, die halb Koranversen erklären, die lügen, kemer tu din tu den, dein Glauben ist dein Glauben und mein Glauben ist mein Glauben. Warum sagst du denn nicht dann eher danach? Aber die wenn du nicht gläubst und wenn du aus der Gläube trittst, so wie ich, ein Murtad, dann wird mein Kopf abgehackt. Ja. Oder die nicht glauben, müssen bezahlen. Ja, absolut. Das sagen die nicht, weil die lügen mit schönen Wörtern, dass der Hijab ein Diamant ist und dass der Mann alles für der Frau machen will. Wie viele Frauen wollen zu Hause bleiben und nicht arbeiten und alles bekommen? Welche Frau will das nicht haben? Aber du bekommst gar nichts, weil du nichts darfst. Du darfst kein Parfüm, du darfst keine hohe Schuhe tragen, die tak 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 sagen. Du darfst keine Farbe in deine Klamotten haben. Du darfst kein Haupt Sogar zeigen. Ich wirklich. darf nicht lachen. Ich darf nicht Sogar reden. süß, Und wenn wirklich. Männer in mein Haus kommen, werden die immer geschieden. Ich darf nicht mal mit der Sohn von meiner Tante darf ich nicht mal allein in einem Zimmer sitzen, weil die dann denken, weil ich mit ihm heiraten darf. Ich sag's zum fünften Mal, Hallo? eine sexuell gestörte Gesellschaft. Ganz genau. Und ich bin darin eingewachsen und ich weiß genau, worüber ich spreche. Und wenn einer hier traut zu sagen, das sind Lügen, der kann hochkommen und mir den Delil geben, mir den Beweis geben, wo das nicht steht und wo es falsch geschrieben ist. Ich habe den Koran nicht geschrieben, leider. Ich wollte es anders haben. Ich habe geweint, wo ich gehört habe, der Prophet hat mit 9 Frauen geschlafen, in einer Nacht mit einem Rüssel. Wie krank kann ich das glauben? Wie soll ich das glauben? Und ich habe der Prophet immer fast wie Gott, nicht wie Gott, aber so besser als mein Vater. Reingesehen, Das kann nicht reingesehen. sein. Und ich habe mich erschrocken. Ich habe geweint. Es hat mir wehgetan. Silvi, ich Weil weiß die nicht nicht, nur, Entschuldigung. die haben nicht nur zu mir gelogen, aber meine Eltern auch. Aber von meinen Eltern kann ich das nicht
falsch nehmen, weil meine Eltern, die haben nicht gelernt, die wussten das auch nicht, die haben es auch nur von deren Eltern bekommen. Und wenn wir das so weitermachen, mit Unwissen, unsere Kinder mit Unwissen weitererziehen, dann bleiben solche Leute wie die von gerade Kenny Lell oder so hochkommen und solche Aussagen sagen von, ja, ein Homosexueller gehört im Gefängnis oder tot. Oder das kann doch nicht sein. Ein Gott kann doch nicht mit so einem Hassrede kommen. Ja, für die und Menschheit. Jamna, ganz, ganz Entschuldigung. kurz, ganz, Ja. ganz kurz, weil viele in Kommentare geschrieben Richtig, haben, sie meint Russen dazu. Nee, sie meint nicht Russen, sie meint russisch Roulette damit. genau. Genau. Und jetzt möchte ich, gebe ich allen noch mal eine letzte Chance. Allen, die jetzt noch hier sind, bitte in knappen Sätzen Abschlusswörter, weil ich will jetzt Schluss machen. Einfach noch mal abschließend irgendwas sagen. Dann würde ich mit Silvi anfangen. Erzähl mal, möchtest du was Abschließendes sagen? Also danke erstmal für die Erklärung. Jana ist richtig ausgesprochen. Ja, richtig, ja. Ich danke dir auf jeden Fall, du hast die Mühe gegeben. Ich schätze es sehr. Danke für die Zeit. Sehr gerne. Ja, wie gesagt, also mir persönlich, ich bin eher so ein Mensch, ich sage, liebt euch so, wie ihr seid. Im Endeffekt ist das viel Wichtige. Also seid gut zueinander. Ihr alles. Da kann auch jemand sein, an einen Esel glaubt, das ist egal, solange er ein guter Mensch ist, ist mir alles andere eigentlich ja nicht so wichtig. Aber ich danke dir, Kian, dass du mich hochgeholt hast Ja, und sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. wünsche euch auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Abend und eine gute Nacht auf jeden Fall. Vielen Dank. Sie auch, Dankeschön. Dankeschön, danke. So, gut, dann nehme ich jetzt mal den Silvi, oder besser gesagt, Silvi, tu mir Gefallen und lock dich aus, ja? Weil ich. Wie mache ich das eigentlich mit Auslocken, weil ich bin jetzt zum ersten Mal live? Moment, komischerweise ist jetzt auch bei mir die Funktion irgendwie weg. Vielleicht TikTok zumachen, oder? Ich glaube, einfach zurückgehen, oder? Auf den Zurückknopf. Okay, ich probiere es mal. Ist komisch. Warte mal, nochmal Ah, schauen. jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Jetzt, Mach's gut, alles ja? klar. Mach's gut. Gute Nacht. Ciao, ciao. Gute Nacht. So, dann gebe ich dem Sci-Fi eine Möglichkeit, was zu sagen. Jo, ja, ich danke dir auch, Kian, dass du mich hochgeholt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und war sehr interessant. Ich danke auch den ganzen anderen Leuten, die hier Geschichten erzählt haben. Und an alle muslimischen Mitleser und Hörer, hier wollte ich auch nochmal sagen, dass ich überhaupt keinen Hass gegen irgendjemand von euch habe, sondern einfach nur am liebsten mit euch darüber reden möchte. Und keiner von euch soll sich persönlich angegriffen fühlen. Ja. Und damit verabschiede ich mich dann. Und genau, und Kian, schreib du mir bitte oder follow mir mal, damit ich dir schreiben kann nachher nochmal. Ich wollte dir noch schreiben, das geht ja, glaube ich, nur hier, wenn man sich gegenseitig followt, oder? Ist das Ja, so? also ich habe jetzt Genau, gerade genau. die Jamna, habe ich jetzt gerade, folge ich jetzt gerade. Es wäre schön, wenn du dich bei mir meldest. Habe Und bei ich. dir Ja. macht es auch. Ja? Alles klar. Tschüss. Alles Gute. Tschüss, danke schön. So, dann kommt Rapunzel. Schau, was da. Bin ja auch gebürtiger Ja. Perser. Ja, also ich würde jedem raten, liest selber und hinterfragt und an das Logische denken. Das ist das Wichtigste. Und ich finde, wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo wir uns bekämpfen müssen oder in ein Competition, also so Wettkampf, dass wir uns irgendwie besiegen oder überzeugen müssen. Ich finde, wenn man sich wirklich jeder hinterfragt und selber liest und an das glaubt, also so, sagen wir, eins und eins plus rechnet, ob das logisch ist, dann führen wir nicht so eine Kampfgesellschaft. Jeder würde in Frieden leben. Aferin, thank you. Merci. Vielen Dank. Kontaktiere mich bitte auch, mach mal eine Freundschaftsanfrage oder Follower-Anfrage, sodass ich dich Ich auch habe das schon gemacht. Ich habe das schon gemacht, Gut, aber ich habe jetzt nicht genau. reingeschaut. Ich gucke mir das dann nachher Okay. an. Ja? Danke dir. Vielen Dank. Alles Gute. Danke auch euch alle. Schabbechisch. So, Jamna, dich habe ich als Ja. Letzte hier gelassen, damit du auch noch mal Dankeschön. ein finales Statement geben kannst. Was Dankeschön. möchtest du sagen?
Ich möchte zum ersten Mal sagen, Kian, Dankeschön, dass du mich hier auch geholt hast, dass Gerne. ich fühle mich endlich mal frei, das zu sagen, was ich in vielen Lives nicht sagen konnte, ohne mir persönlichen Angriffen anzuhören und einfach rausgeschmissen zu werden. Und dafür will ich mich bedanken und vor allem für alle Kommentare, auch die positiv sind. Ihr seid alle richtig, wirklich sehr toll. Ihr habt mich wirklich viel mehr Kraft gegeben in einer sehr schönen Hinsicht. Und vor allem will ich sagen, zu alle Frauen, Männer auch, aber ich weiß, dass Männer, die haben deren Kraft schon irgendwo hin. Aber ich als Frau will gerne die Frauen nochmal ansprechen. Bevor du irgendetwas deinen Kindern erzählst, bitte lies das zwei, dreimal nochmal. Weiß, was du sagst, was das bedeutet, woher es gekommen ist. Und das erzähle ich euch muslimische Frauen, weil ich weiß, ihr wollt, die Frauen wollen immer das Beste für die Kinder. Und so sehe ich Gott auch. Gott sehe ich, dass er hat uns alle erschaffen und er wird uns alle lieben, so wie wir unsere Kinder lieben. Und wir wollen nichts Schlimmes für unsere Kinder. Das ist nur, ja, das ist nur ein kleiner Tipp. Um so in diesen Western, hier in Deutschland zusammenleben zu können, dass unseren Kindern in Schulen, in Kindergärten, auf der Straße einfach mit einem anderen leben können, ohne einander ein Ticket zu geben von, ey, du bist Muslim oder du bist Kafir. Ich bin kein Kafir. Ich war Muslimin. Ich sehe mich auch nicht als Ex-Muslimin. Ich war Muslimin und ich bin Mensch. Ich bin eine Frau, ich bin Jemna, ich bin positiv. Ich versuche nur das Beste zu machen und mache auch vieles Schlechtes. Das kann sein, aber ich versuche es zu verbessern. Und so kommen wir und unsere Kinder näher. So haben unsere Kinder auch keine Angst vor irgendeiner Bestrafung, für irgendeine Hölle, für irgendeine. Ja, und so kann ich auch eine ganze Stunde reden, aber das wollte ich nicht machen natürlich. Auf jeden Fall werde ich viel öfters hier hinkommen und auch bei dir, bei deinem YouTube-Kanal sehr gerne würde ich das auch angehen, vielleicht irgendwie ein Thema tief darüber zu sprechen oder auch Frauen, wenn du Fragen hast über dein Islam, ich würde das niemals mit Lügen sagen. Du kannst immer mit Fragen kommen, du kannst gehen, selber lesen, ist kein Problem, solange wir immer Liebe auf Nummer 1 stellen. Absolut. Dankeschön. Absolut. Dann Ja. danke ich dir, dass du da gewesen bist. Es war sehr angenehm. Vielen Dank. Ja. Wichtig sind, dass islamkritische Stimmen zu Wort kommen. Ja. Diese Plattform ist nicht nur für Muslime. In aller Regel wollte ich diese Plattform für Nicht-Muslime und Islamkritiker und so weiter Ja. aufbauen und wollte eigentlich nicht so sehr Muslimen eine Plattform geben, weil wir wissen ja, was sie glauben. Genau. Die andere Sache ist, ich mache diesen Livestream jeden Samstag. Ich mache nur ein einziges Mal die Woche, mache ich einen Livestream und den mache ich jeden Samstag. Heute war ich mal ausnahmsweise mal etwas später reingekommen, aber sonst mache ich den Livestream um 20 Uhr. Okay. Und ja, und dann gehe ich natürlich dann live. Ja, weiß ich Bescheid, auf jeden Fall. Genau, Sehr regelmäßig interessant. jeden Samstag, solange mich TikTok lässt. Auf Ja. jeden Fall war das cool. Wir haben über 5 Stunden Ja, auf jeden alle Fall. miteinander Sehr gesprochen. schön. Genau. Sehr schön. Und wir bleiben in Kontakt. Und wenn du magst, bist du herzlich willkommen, in meinem Dankeschön. Livestream mich mit mir zu Auf unterhalten. jeden Das Fall. Dankeschön. würde ich gerne mit dir kurzfristig ausmachen, wenn du magst. Ja, gerne. Auf Ja? jeden Fall. Ich Ja. bedanke mich. Schönen Dann gib Abend mir euch mal allen. auch dann gib mir auch deine Daten, damit ich dich auch kontaktieren kann, meinen Telegram-Kanal, damit wir in Kontakt bleiben. Und dann lade ich dich dann für den Livestream auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Radar-Podcast Ja. Kian Karman Shahi ein. Okay. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute. So, liebe Freunde, das war mein zweiter Livestream. Und wir haben uns wacker geschlagen. War richtig gut. Vielen Dank für die, die gespendet haben. Ich bin immer noch nicht so sehr vertraut mit diesem System, aber vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, war ein guter Livestream. Ich habe die Chaoten dank der Hilfe der Moderatoren rausgehalten. Fand ich richtig gut. Ihr seht, man kann TikTok auch mit Niveau
leiten und benutzen. Man muss nicht auf das, die unterste Stufe fallen. Und hat gut geklappt, zum zweiten Mal. Und das ist alles wunderbar. Der Michael Stürzenberger, den werde ich auch mal auf TikTok einladen. Der wird auch sicherlich mal wiederkommen. Und ja, vielen Dank, Rebo 81. Don Nucleus, vielen Dank. Kolja, danke. Löwenherz, Team Stürzi, auf jeden Fall. Bruder Schum, was war das hier? Boah, das geht. Bruder Stramze, ja, wäre cool. Ja, ja, der Stürzenberger wird öfters mal dabei sein. Ja, ich hoffe, euch hat das Format so gefallen. Ja, und ihr konntet damit gut leben. Ich habe versucht, die Islamkritik auf einer Ebene zu halten, in der auch Menschen verstehen, was los ist. Und das ist eigentlich auch mir ganz gut gelungen. Ich habe keine Muslime diskriminiert, aber ich habe auch nicht also die Schuhe geleckt von Apologeten. Ja, über meinen Privataccount, also über meinen Account TikTok, habe ich jede Menge Bedrohungen bekommen. Komm, lass uns mal treffen. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Vielleicht sind ja viele Muslime heimlich homosexuell und denken, dass ich was von ihnen möchte. Auf jeden Fall habe ich viele Drohungen bekommen. Ich schlag dich zusammen, lass uns mal treffen, dann zeige ich dir Islamkritik und so weiter und so fort. User, Punkt, 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 1000 Zahlen, du machst das super. Recht herzlichen Dank, das ist sehr nett. Ja, Rebo 81, genau, so typisch, absolut. Ja, und ja, so läuft das. Aber das spielt ja keine Rolle. Ich bin das seit 6 Jahren gewöhnt und habe eine dicke Haut und das ist auch okay. Bruder Strammzieher sagt, das ist Standardkehrt bei denen. Genau, es ist Standard. Deswegen habe ich meine Standards auch angehoben, damit eben nicht die Leute in meinem Stream sagen können, was sie wollen. Ich erlaube denen nicht, mit mir so zu reden. Ja, und das ist gut so. Ja, Jean oder Jean, pass auf dich auf. Recht herzlichen Dank werde ich machen. 47, das sind die, die ihre Aggression nicht unter Kontrolle haben. Absolut, vollkommen richtig. Leben und leben lassen. Ja, wäre schön, wenn das funktioniert, aber das geht nicht. Ja, ich lade auch niemanden mehr ein. Es braucht sich keiner mehr melden jetzt. Ich will jetzt Schluss machen. Das war lange genug. Mina Tepes, hast du sehr gut gemacht. Recht herzlichen Dank. Die Prediger, wenn du Hilfe brauchst, ich komme. Nein, nein, wenn, dann kommst du zu einem Essen. Ich lasse mich auf solche primitiven Dialoge nicht ein. Ja, Stephanie sagt, danke, du bist super. Recht herzlichen Dank. Sehr lieb von dir. Ich prügel mich nicht. Ich mache so etwas nicht. Ich bin, also ich, wenn die Barbaren brüllen, schweigt der Weise. Ja. Nächste Mal nehme ich wieder Leute ran, wenn ihr also nächsten Samstag wieder dabei seid ab 20 Uhr, dann versuche ich auch die, die ich nicht rannehmen konnte, auch hochzunehmen. Bei Muslimen habe ich immer die Angst, Allahu Akbar, du Shaitan. Ja, Shaitan ist eine unheimlich gute protagonistische Gestalt im Islam. Shaitan hat mich befreit. Ich finde Shaitan gut. Shaitan will, dass ich Partys mache, dass ich mein Leben genieße. Du bist eigentlich das Opfer, denn dein Allah will, dass du 5-mal betest, dass du ständig an 1000 kleine Regeln hältst. Du bist das Opfer. Shaitan hat mich frei gemacht, aber dich nicht. Ja, also, die Frage jetzt, wie kam es dazu, dass du den Islam verlassen hast, möchte ich jetzt nicht mehr ansprechen, weil es wirklich zu spät ist. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal kann man das gerne. Halibo, du bist ein Hetzer. Ja, das empfinde ich auch von euch, wenn ihr über den Islam sprecht, dann hetzt ihr gegen Juden, gegen Christen, gegen Homosexuelle, gegen alle Menschengruppen. Also Hetzer, die einen Menschen vorwerfen zu hetzen. Das ist wirklich genial. Naja, dann was das hier? Ich bin es, Jonathan, du kennst mich. Ich bin nicht der Böse, mein Lieber. Nein, nein, das weiß ich. Die Jungs, die dich drohen, sind da draußen mit Frauen, sagen Alhamdulillah, sündigen. Ja, ganz genau, ganz genau. Ganz genau, ich kenne sie alle. Ich bin mit denen groß geworden. Ich weiß, dass die Mashallah und ich bin gläubiger Muslim und dann sind sie auf St. Pauli gegangen und haben sie darum sich herumgetrieben bei den Prostituierten. Also, come on. Ja. Alles ist okay. Alles ist okay, Freunde. Ja, wir versammeln uns nicht in Gruppen und hetzen die Menschen im öffentlichen Leben auf. Ja klar, die ganzen muslimischen Plattformen, wo die dreckige Kuffar gesagt wird und die Kuffar hier und die Kuffar da, das ist ja alles keine Hetze, überhaupt nicht. Naja, naja.
mal abgesehen, dass der Koran das die erste Instanz der Hetze ist, ja, ist es schon, ja, Bruder Strammzieher, schönes Wochenende auch dir, mein Lieber, und bis zum nächsten Samstag. Jeder darf seine Religion wählen, wie er möchte, solange er keinen schadet, ja, und der Islam schadet, auf jeden Fall, besonders in der islamischen Welt. Pilotrov, ich bin ein stolzer Kafir oder Koffer, ja, bin ich auch. Ich bin heilfroh, dass ich dieser toxischen Religion entkommen bin. Ja, bin ich wirklich dankbar. Ja, und abonniert auch meinen YouTube-Kanal, ja, auf meinem Radar-Podcast Kian Kermanschah. Ihr findet mich auch einfach unter Kian Kermanschah. Ja, da mache ich sehr viele islamkritische Videos, Livestreams mit guten Leuten und so weiter und so fort. Ja, und ja, wunderbar. Genau, jeder darf seine Meinung haben und Kian darf sagen, was er will. Punkt aus. Das ist hier Fakt. Ich habe niemandem die Meinung ausgeredet, aber es bedeutet nicht, dass ich eure Meinung und eure weltanschaulichen Aspekte einfach so respektiere, nur weil ihr wollt, dass sie respektiert werden, ja? Also eine Ideologie kann man nur mögen, wenn sie wirklich gut ist. Ja, und ich glaube nicht, dass der Islam gut ist. Ich habe immer gesagt, ich bin Ex-Muslim und ich möchte dem Islam Sterbehilfe leisten, ja? Ich glaube, dass der, ich glaube nicht, dass der Islam Gesellschaften zum Frieden verhelfen kann. Überhaupt nicht. Ja, Freunde. 244 Leute immer noch live. Echt genial. Xifi, ich danke dir. War sehr angenehm. Ja, genau. Mina Tepes denkt daran, wählt die AfD. Auf jeden Fall. AfD ist der Wandel, Freunde. Wenn die AfD gewählt wird und wenn die AfD aus ihrer Oppositionspartei in eine Regierungspartei sich verwandelt, dann können wir das Ruder hier rumreißen. Fertig. Ja, du verwechselst Sunniten und Schiiten mit dem Islam. Ja, ja, klar. Ja, ja. Okay. Gut, Freunde, dann wünsche ich euch alles Gute. Beende jetzt den Livestream. An meine Patrioten da, Freunde, alles Gute. An den Menschen, die da in Deutschland friedlich mit der Mehrheitsgesellschaft leben wollen. Beste Grüße und an die fanatischen Muslime, die unsere Gesellschaft verändern wollen. Wir haben euch im Visier und wir werden nicht zulassen, dass ihr diese Gesellschaft islamisiert. Und damit wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Bis zum nächsten Samstag um 20 Uhr. Wünsche euch nur das Beste, Freunde. Alles Gute. Macht's gut. Zu schaffen, du Sohn Gottes.